Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart 8. Einzelspieler geht weiter. Grand Prix 150 CCM Action. Und wir nehmen diesmal... Ich hab Bock auf den Shy Guy. Ja, ich hab durchaus Lust auf den Shy Guy. Dazu nehmen wir den Dreirad-Bolin, da er sich hier gerade aufdrängt. Und die Holzreifen, das wäre Beschleunigung gut. Hey, du hast alles okay eigentlich. Ist gut. Durchaus okay. Und wir spielen den Blood Cup. Bedeutet Wario Arena. Oh, geil. Sorbitland. Scheiße schwer. Instrumentalpiste. 3DS-Strecke. Und das Yoshi-Tal. Cool. Durchaus cool. Ich bin so gespannt. Wie gut die Strecken werden. Vor allen Dingen die erste jetzt, ey. Wario Stadium auf dem DS ist die... Wario Arena, besser gesagt, ist die coolste Wario Arena, die es gibt, meiner Meinung nach. Die hat so das beste Fahrgefühl. Das beste Fahrgefühl. Ist einfach krass. Richtig krass. Wir sind sehr gespannt. Dreirad-Action. Ah, okay. Shigui, wie ich es als Kind doch immer sehr gerne gesagt habe. Mit dem Shigui durch die Gegend heizen, beziehungsweise den Shigui besiegen. Shy Guy, Mario Kart, haha, Wario Stadium, ja, hab ich doch gesagt, Mann. Ja, aber diese Stelle fand ich auf dem DS immer so cool. Oh, das ist auch hier cool. Und die Stelle fand ich halt auch immer mega cool, mit diesen ganzen Huckeln und Turbofeldern und... Ja, ich weiß auch nicht, die Wario Arena ist voll mein Ding, das ist doch neu. Das hier ist neu, das kenne ich so nicht, das war auf dem DS nicht so, hallo, Schiebung. Und möchten wir nicht. Doch, möchten wir unbedingt richtig. Das sieht auch alles richtig gut aus. Und es geht wieder unter Wasser. Naja. Ihr wisst's ja. Unter Wasser. Nicht hundertprozentig meine Welt, aber hey. Ist trotzdem vollkommen okay. Was haben wir hier? Ja, nach der ersten Runde kann ich schon mal sagen, die Strecke ist geil. Richtig geil. Also wenn die im Online-Modus mal wählbar ist, würde ich die definitiv wählen. Zum Online-Modus kann ich auch noch ein paar Takte verlieren. Dann auch ganz interessant, die Streckenauswahl hat sich gegenüber Mario Kart Wii und Mario Kart 7 verändert. Nach so einem Rennen werden euch drei Strecken vorgeschlagen, die ihr wählen könnt. Also ihr könnt nur drei verschiedene Strecken wählen. Und Zufall. Zufall könnt ihr aber immer wählen. Also bedeutet, ihr könnt immer, wenn euch die drei Strecken nicht gefallen, noch auf den Zufall geiern. Das ist kein Problem. Aber insgesamt finde ich das System... gar nicht schlecht, weil ich kenne mich, ich würde sonst durchgehen, wahrscheinlich irgendwie, ja, ich würde immer dieselbe Strecke wählen. Da bin ich ja, da kenne ich ja nichts, ne? Da kenne ich ja wirklich nichts. Und das wäre nicht schön. Das wäre mit der Zeit nicht schön. Vor allen Dingen bewahrt mich das davor, dass Leute ständig das Gleiche wählen. Und das ist halt dann auch relativ cool in den Turnieren, dass die Leute halt nicht immer ihre Lieblingsstrecke wählen können, die sie am besten können oder so, sondern tatsächlich... Naja, variieren müssen und so. Das macht auf jeden Fall viel Sinn. Hat Nintendo richtig gut mitgedacht an dieser Stelle. Mal herzlichen Glückwunsch dazu. Das könnte den Online-Modus sogar ein bisschen schöner machen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wollo, der Fail am Ende. Richtig gut. Richtig gut von dir. Jetzt mal die Dinger los. Richtig gut. War ein wichtiger Fail. War ein wichtiger Fail. Ich meine, das war der Fail, der definitiv die Chance auf... irgendetwas in Richtung Sieg gekostet hat. Ah, fünfter Platz. Na gut. Kann man noch mit leben? Können wir mit arbeiten? Können wir uns hocharbeiten? Umso spannender ist das Ganze. Ja. Umso spannender ist das Ganze. Ladescreen. Krass. Ich komme immer noch nicht so hundertprozentig drüber weg, dass es ein Ladescreen in Mario Kart gibt. Weiß nicht. Das fühlt sich auch nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. So, Sorbitland auf dem GameCube in Double Dash. Katastrophal. Eine echt katastrophale Strecke. Weil sie einfach so übertrieben schwer war. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das hier fortführt. Natürlich durch die extreme Breite, die es in Mario Kart 8 gibt. Also alle Strecken hier in Mario Kart 8 sind extrem breit. Wenn man das hier, zum Beispiel diese Stelle jetzt hier mit dem GameCube-Original vergleicht. Aber natürlich krass viel Platz und kommt hier krass gut durch. Ja, doch. Ist auf jeden Fall angenehmer. Spielt sich sehr viel angenehmer. Vielleicht wieder zu angenehm, weil das einfach mal die komplette Schwierigkeit rausbombt. So komplett. Okay. Die Dinger könnte ich vereisen, zumindest auf dem GameCube. Ob sie das hier auch tun? Ich
will es gar nicht wissen. Nee, sie können es nicht. Das ist gut. Das nimmt auch wieder ein bisschen Schwierigkeit raus. Oh, man konnte unten lang. Ah, und ich bin absichtlich nicht in das Wasser gefahren, weil ich mir dachte, dann holt mich der Lakito raus. Aber ist logisch, weil es Wasser. Wasser ist ja erlaubt. Ja, hier natürlich auch. Gut, dass uns das der Bowser da gerade vorgemacht hat. Oder wer auch immer da gerade lang gedüst ist. Das wusste ich nämlich gerade auch wieder nicht. Komm, Wollo, ey. Ich will wenigstens den Pokal haben. Ein Pokal wäre mir schon wichtig. Ich meine, Platz 1. Ich habe ja jetzt herausgefunden, dass man nicht den ersten Platz holen muss, um den nächsten Cup freizuspielen, sondern nur ein Pokal. Aber natürlich hätte ich schon ganz gerne den Goldpokal. Ey, ihr seid doch alles blöde Penner. Gib es nicht. So, Piranha-Pflanze, mach mal Speed. Ist das jetzt eine andere Stelle? Sind wir da gerade auch lang gefahren? Sieht so anders aus. Ah, hier ist das. Ach so. Das war die Stelle kurz vor dem Ziel. Die Strecke ist viel länger, als ich denke. Oder als ich dachte, besser gesagt. Keine Ahnung. Wenn man die auf dem Gamecube spielt, ist die halt extrem kurz und schnell vorbei. Oder? Bilde ich mir das auch ein? Es ist nicht lange her, dass ich sie auf dem Gamecube gespielt habe. Denn ich war ja echt clever und habe kurz vor Mario Kart 8 nochmal sämtliche Mario Karts in einem Stream durchgezockt. Also alle Cups. Und aus dieser Erfahrung kann ich euch erzählen, dass wenn ihr alle Cups am Stück spielen wollt, aus allen 7 vor Mario Kart 8 erschienenen Mario Karts, dauert das knapp 10 Stunden. Ja, 10 Stunden nur, Mensch. Also, wenn ihr mal 10 Stunden Langeweile habt, ne, und euch mal richtig was gönnen wollt, wenn ihr Gönner seid, dann könnt ihr das natürlich durchaus mal spielen. So, Platz 2, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Schön, nächstes Rennen. Was war das nächste nochmal? Ich vergesse das immer so schnell. Mann, ich muss mir das... Mein Gedächtnis ist wirklich schlecht. Ich brauche ein besseres. Dringendst. Was war die dritte Strecke? Aber so ist das alles. Lass mich aufs Neue überraschen. Die Instrumentalpiste. Na gut. Na gut. Die seid ihr auch. Ja. MK7 Strecken halt. Aber es ist eine der besseren Mario Kart 7 Strecken. So viel kann man sagen. Wie das hier mit der Live Band eingespielt ist. Ah, nice, 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 nice. Auf jeden Fall. Nicht durch das Helle. Dann frisst dich die Piranha. Kennst du ja. Okay, die Strecke ist wirklich 1:1, oder? Ich glaube schon. Ich meine, dass... Ja, die 3DS-Strecken sind, glaube ich, alle 1:1. Weil die eine 3DS-Strecke, die wir schon hatten, DK Dschungel, die war ja auch 1:1 übernommen. Schade. Aber ich habe ja wenigstens das Item weggemacht. Das ist doch schon mal... Okay, ja, ist wirklich 1:1. Aber das ist nicht schlimm. Ich meine, die 3DS-Strecken sind ja auch alle noch so, ja, zeitlich... Vollkommen okay. Die sind auf dem Stande der heutigen Zeit durchaus. Und jetzt halt mal ein schön. Und nicht verpixelt. Das ist krass. Krass, krass, krass. Und immer noch bleibe ich dabei. Bisher noch keine Hassstrecke. Was gut ist, denn die nächsten 5 Jahre werde ich dieses Spiel spielen. Müssen, in Klammern, wollen. Da wäre schon ganz gut, wenn man alle Strecken mag. Ja, doch, durchaus. Wie lange habt ihr so am längsten mit Mario Kart eure Zeit verbracht? Welches war euer längstes... Saugut, Wollo, saugut. Euer längstes Mario Kart-Spiel? Womit habt ihr... Es wird wahrscheinlich entweder MK7 oder MK Wii sein. Schätze ich jetzt einfach mal so. Zumindest für die Leute, die online zocken. Alle anderen, bei allen anderen kann es natürlich auch noch ein älterer Teil sein, klar, aber... Ich glaube, so der Online-Modus motiviert dann doch schon ein bisschen... mehr als alles andere. Und ja, ich freue mich auch nachher noch richtig schön auf eine Online-Session. Boah, das wird so geil. Das wird so geil. Komm. Ah, geil. Ich finde es gut, dass man den Leuten jetzt die Pilze klauen kann. Das spornt dann auch die Leute an, die sich so die 3 Pilze geiern und dann abwarten wollen bis zum bitteren Ende. Spornt die ein bisschen mehr an, die auch mal einzusetzen und nicht so aufs Glück zu hoffen. Das ist auch wieder so dieser Skill-Aspekt, der mehr in diesem Spiel hervortreten sollte und das auch gut tut. Durchaus, man sieht's. Ich mit meinem übertriebenen Skill komme hier echt gut voran. Ja, durchaus, durchaus. Macht Sinn. Okay, dieses Dreirad ist... Bisher bleibe ich auch jetzt mit dem Dreirad, ne? Ich bleibe trotzdem dabei. Standardkart bis jetzt für mich so das Beste. Aber ich will es eigentlich noch nicht ganz einsehen, dass für mich das Standardkart die beste Wahl ist.
Ich weigere mich. Nein! Ja, da konnte ich nichts mehr machen. Da konnte ich nichts mehr machen. Da konnte ich einfach nichts mehr machen. Das war höhere Gewalt. Sauber, fünfter Platz. Ey, du bist so schlecht. Es wird schon wieder, ne? Es wird schon wieder geflamed hier. Du dominierst das Spiel. Ich werde genauso scheiße mit MK8 wie in MK7. Ich spiele das Spiel hier doch das erste Mal. Entspannt euch. Wartet's ab. Wartet's ab. Ich werde demnächst, werde ich so krass gut sein. Boah. Werde ich krass gut sein. Das ist Yoshi-Tal. Ja. Das hatte ja damals das Feature auf dem N64, dass du nicht sehen konntest, welchen Platz du hast. Das war ja der Clou daran. Ist die Frage, hier kann man... Nö. Doch, man sieht seinen Platz hier. Aber ein sehr schlauer Mensch sagte da, ja, aber hier gibt es ja auch ein Feature, und zwar, dass man die Karte nicht sieht diesmal. Ja, das stimmt ja irgendwie, ne? Irgendwie stimmt es ja. Nur leider, dass man auf allen Strecken nicht wirklich die Karte sieht. Ich habe fast das Gefühl, ich fahre im Kreis, oder? Das war doch jetzt der längste Weg, den man irgendwie fahren kann, habe ich das Gefühl. Naja. Ich hoffe auch sehr, dass die Leute, die gerade so sagen, hey, du bist so schlecht, dass ich gegen die mal online spielen kann oder dass die an den Turnieren teilnehmen und dann keine Chance gegen mich haben. Ja, weil ich einfach jedes verdammte Turnier von mir gewinne und nie einen Preis aushändigen muss. Das wäre super. Das wäre echt geil. Mal gucken. Sonst ist die Strecke hier echt geil gemacht. Die ist schön. Die ist richtig schön. Ich meine, diese super lange Gerade, die sonst auf dem N64 halt viel zu übertrieben lang war und langweilig. Sieht jetzt gut aus und vor allen Dingen das hier sieht. Es sieht. Boah, sieht das gut aus, Mann. Das sieht mehr als gut aus. So, das war eigentlich auf dem N64 so die schnellste Route. Ich bin jetzt gerade Vierter, Fünfter und habe auch nicht das. Ja, jetzt bin ich wieder Zweiter. Doch, das war schnell. Das sah zwar kurzfristig nicht so super schnell aus, war aber doch eigentlich ganz gut. Würdest du bitte? Ja, danke. Das war der Plan. Schieß mal Baby Daisy ab. Sehr nett von dir. So, komm. Backspam. Trifft! Mann, endlich mal. Endlich mal. Vielleicht sollte ich den Rückspiegel auch mal mehr benutzen. Weil irgendwie weigere ich mich, das im Offline-Spiel zu tun. Weil so ein Offline-Spiel musst du dominieren, ganz klar. Und das zeige ich hier auch. Das zeige ich hier auch deutlich. Wie man das macht. Wie man das macht, ja, durchaus. So, das ist doch... Mal gucken, ob das echt der kürzeste Weg ist. Das werde ich dann im Laufe meiner Mario Kart 8 Karriere werde ich das noch rausfinden. Aber macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. So, war das jetzt schlau, das weg zu tun? Kommt die gleich da? Da kommen nochmal Itemboxen. Gut, okay. Soll das wohl passen? Das soll wohl stimmen, so. Ja, die können mir nichts. Der Blooper wird mich auch nicht aufhalten, von wegen. Schön, dass der Blooper es mit in dieses Spiel geschafft hat, ne? Ich habe auch noch gar nicht so gesagt. Ich bin echt froh, dass ich den Blooper da habe. Blooper ist Beste. So, das dürfte es sein. Das dürfte es sein. Dritter Platz. Dritter Platz, immerhin. Aber wir sind auf dem Treppchen. Das gibt einen dicken, fetten Pokal. Das bedeutet, nächster Cup ist freigespielt. Oh, super. Das ist auf jeden Fall super. Da kann ich ja nicht meckern. Weil ich bin jetzt nicht der größte Freund des Offline-Spieles. Meine Hauptzeit möchte ich dann doch durchaus mit Online verbringen. Ja. Auf jeden Fall. So, dritter Platz. Tanuki-Pokal. Blitzcup freigeschaltet. Sehr schön. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.